Vorhang auf für Runde 2. Mit dem Hitman schleicht bald wieder einer der ungewöhnlichsten PC-Helden über den Bildschirm. PC-Action-Redakteur Joachim Hesse hatte die Gelegenheit, den Programmierern von IO Interactive vor Ort in Kopenhagen auf die Finger zu schauen. Die frühe Alpha-Version von Hitman 2 Silent Assassin, die die Dänen vorführten, hinterließ bereits einen angenehmen Nachgeschmack. Zwar sind viele Spezialeffekte wie etwa Blut noch nicht integriert, aber das Leveldesign ist abgeschlossen. Und es gibt wieder jede Menge Waffen. Auch im zweiten Teil bleibt Hitman seinem Beruf treu. Der Profi-Killer muss unauffällig seine jeweilige Zielperson aus dem Weg räumen und sich danach verdrücken. Wie bleibt dem Spieler wieder selbst überlassen? Man hat erneut völlig freie Hand. Im verschneiten St. Petersburg bietet es sich beispielsweise an, mit dem Scharfschützengewehr aktiv zu werden. Verkleidungen sind natürlich auch wieder gefragt. Laufen, kriechen und ballern darf der Spieler zunächst ohne Druck in einem Trainingslevel üben. Größeren Umfang, einfachere Bedienung, exotische Einsatzorte und jederzeit die Möglichkeit, den Spielstand zu speichern. Das versprechen die Entwickler. Zusätzlich gibt es jetzt auch die Möglichkeit, aus der Ego-Perspektive zu agieren. Aber echte Hitman-Fans werden vermutlich trotzdem auf die gewohnte Verfolgerperspektive zurückgreifen.